Die Optik des Direkten. Jörg Fauser, Grenzgänger zwischen Journalismus und Literatur. Einer, der Jörg Fauser persönlich kannte, ist Werner Matthes. Heute leitet er das Sternbüro in Berlin. In den 80er Jahren war er Redakteur des Szene-Magazins Tipp. Er hat Fauser nach Berlin geholt und ihn ab 1981 als Kolumnist und Redakteur an den Tipp gebunden. Fauser war jemand, der also die Reportage liebte, aber über die Reportage ständig hinausgehen wollte. Also jetzt mal professionell gesprochen, dass er also bei allem, was er machte, immer diese Erhöhung drin hatte, dass er, was man ihm dann etwas rausstreichen musste, womit er immer einverstanden war, weil er das anerkannte, immer so ein bisschen mit dem Leitartikel liebäugelt. Fauser war ein sehr politischer Mensch, das muss man dazu sagen. Also es ist eine Beschäftigung mit dem politischen Alltagsgeschäft, wie ich sie bei kaum, also insbesondere jetzt in Zeiten der sogenannten politischen Verdrossenheit, wie man sie kaum noch findet. Und von daher bin ich ganz sicher, da muss ich gar nicht spekulieren, Fauser hätte mit hoher Akribie und mit der ihm eigenen Sprachgewalt die Phänomene, die Probleme des heutigen Deutschland beschreiben können, sowohl als Journalist, wie auch als Reporter, als Essayist, aber auch als Romancier. Insofern, ja, mir fehlt er da. Also mir fehlt er ohnehin, aber da fehlt er mir ganz besonders. Reinhard Hesse, Freund und Redaktionskollege Jörg Fausers aus München. Beide haben Reportagen für das Männermagazin Lui geschrieben. Ab 1985 waren sie Redakteure der inzwischen legendären Zeitschrift Transatlantik. Rainer Weiß kannte Jörg Fauser ebenfalls aus München. In den 80er Jahren verantwortete er die Literaturzeitschrift Litfaß, für die Fauser gelegentlich schrieb. Ich weiß nicht, ob seine Romane bleiben werden. Ich weiß übrigens auch nicht, ob die Texte von Thomas Bernhard bleiben werden. Da müssen wir wirklich andere Generationen befragen. Das weiß man nicht. Und wer ein Fehlen spüren wird, ich weiß es nicht. Ich fürchte, unsere Zeit wird ihn schlucken. Wir werden in diesem Land noch merken, wie sehr uns einer wie Jörg Fauser fehlt. Karl Weißner hat diesen Satz geprägt. Er ist Übersetzer aus dem Englischen und Agent von Charles Bukowski und William S. Burroughs. Bis zu Fausers Tod im Juli 1987 waren sie eng miteinander befreundet. Oft war er der erste Leser der Romane und Erzählungen. 1971 haben beide zusammen mit Udo Breger und Jürgen Ploog die Underground-Zeitung UFO herausgegeben. 1972 gründeten Ploog, Weißner und Fauser die Zeitschrift Gasolin 23. Weißner und Fauser teilen die Leidenschaft für die realistische amerikanische Story. 1990 hat Karl Weißner eine achtbändige Werkausgabe Jörg Fausers ediert. Sie erschien bei 2001. Ich meine damit die Dreifachbegabung, die so selten ist, dass einer Journalismus genauso exzellent macht, wie er seine Romane schreibt. Und außerdem ist er einer der wenigen, die genau wie Bukowski auf sämtlichen drei klassischen Feldern, Roman, Story und Gedicht, gleich gut gearbeitet haben. Und bei ihm kommt natürlich dann noch seine fulminante Tätigkeit als Kolumnist beim Tipp-Magazin dazu. Das waren wirklich Spitzenleistungen. Oder auch die längeren Essays, die er für den Spiegel, für Transatlantik, für Louis und alle möglichen geschrieben hat. Also er hat nicht in der Vergangenheit geschrieben, nicht unbedingt die Vision gehabt einer Zukunft, sondern er hat die Zeit beschrieben. Also deswegen habe ich seine Bücher auch veröffentlicht und sehr wahrscheinlich auch die größeren Verlage, weil er hat ja wie ein Rohstoff, das war ja eine Zeit, die er beschrieben hat, Zeitdokumente. So könnte man möglicherweise heute nicht mehr schreiben. Also das ist das, was mich fasziniert hat, dass er eben ganz nahe an der Zeit war, was um ihn herum passierte. Und das haben eigentlich wenige, bringen das fertig, die Gegenwart so zu beschreiben, wie wir sie jetzt aufnehmen. Also die Utensilien, die Gegenstände, wie man sich kleidet, wie man lebt, wie man denkt, wie man spricht, das konnte er eben wiedergeben. Matthias Jenny, heute Geschäftsführer einer großen Verlagsauslieferung in Basel, gehörte zu den ersten Verlegern Jörg Fausers. In seinem kleinen Schweizer Verlag Nachtmaschine erschien 1979 der Geschichtenband Requiem für einen Goldfisch. Das erste Mal, dass ich den Fauser sah, war er ein hauchdünnes Männchen in einem grauen Anzug mit offenem Hemd, ein unsichtbarer Mensch, sehr ruhig, sehr still. Und die erste Frage war, darf ich mal das Bad benutzen?
wo er dann eine halbe Stunde blieb und dann ein bisschen frischer rauskam. Und dann haben wir unser Gespräch angefangen. Udo Breger hatte Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre in Göttingen einen kleinen Verlag. Dort erschien 1971 der Report Aqualunge, eine Textmontage, die stark an die Cut-Up-Technik von William Burroughs angelehnt ist und in der Fauser seine Erfahrungen mit harten Drogen und dem Leben in der Türkei niederschrieb. Man hat ihn optisch kaum wahrgenommen, man hat ihn wahrgenommen als einen sehr sympathischen Menschen, sehr zurückhaltend, sehr ruhig. Und jedermann weiß, dass er jahrelang auf Junk gewesen ist. Das hat man ja oft gesagt, er hätte eine gewisse Hemingway-Pose eingenommen. Ich weiß nicht, ob das ganz stimmt, denn auch Hemingway war ja nicht dieser Macho, als der immer dargestellt wird, sondern ein sensibler Mensch. Und dieses Gefühl, dieses Verständnis für Menschen, die Rebellen sind und gleichzeitig Besiegte. Der Faser hat das selber gesagt, die Bewohner des Reichs, dessen Sonne untergegangen war. Mit diesen Menschen war er sehr vertraut und die kannte er sehr gut, weil er selber einer dieser Menschen war. Aurel Schmidt, Kulturredakteur der Basler Zeitung, ebnete Jörg Faser den Weg ins Feuilleton. Von 1974 bis 1979 schrieb Faser für die Basler Zeitung Erzählungen, Essays, Rezensionen und Reportagen. Wenn ich heute seine Sachen, die ich damals veröffentlicht habe, nochmal lese, dann muss ich eigentlich den Eindruck haben, dass er mit den Fingern seine Gefühle in die Schreibmaschine hineingeschlagen, gehauen hat, dass er mit dieser Schreibmaschine gekämpft hat, dass er seine ganze Wut, seine Verzweiflung nicht anders ausdrücken konnte, als dass er sie durch den Vorgang des Schreibens an der Schreibmaschine selber umgesetzt hat in einen Text, der dann dabei erstanden ist. In den meisten Standardwerken zur deutschen Gegenwartsliteratur sucht man den Namen Jörg Fauser vergeblich. Nicht in Hansas Sozialgeschichte der deutschen Literatur, nicht in den Daten deutscher Dichtung, nicht in Kindlers Literaturgeschichte der Gegenwart. Er hatte die Optik des Direkten. Also er ging direkt auf die Problematik oder was ihn betraf oder was ihn aufregte zu. Ich kenne andere Leute, auch Schriftsteller, die sozusagen ihre Beobachtung sofort am Tisch mehr oder weniger mitteilen können. Leider sieht man diese Beobachtung dann nie im Werk. Bei Faser war das umgekehrt. Er hat gespeichert und hat es uns dann später erzählt, auf seine Weise. Er konnte sich über nichts so einerseits amüsieren, wie auch sarkastisch mokieren, wie diese Subjektivitätsautoren, die gerade Konjunktur hatten in jener Zeit. Ich denke, dass für ihn Erfolg sehr wichtig war. Wenn man weiß, dass er aus dem Elternhaus kommt, wo der Erfolg einfach auch nicht da war, und in vielen Briefen geht es einfach um Erfolg, wo immer wieder gesagt wird, ich werde es schaffen, ich werde es packen, ich werde mich mit dem durchsetzen, was ich mache, was ich im Kopf habe. Ich denke nicht, dass es ihm darum ging, nachher eine Million auf dem Konto zu haben, aber Erfolg war für ihn, und das war was, wo er auf jeden Fall hin wollte, ein Buch zu schreiben, das vielleicht 50.000 Mal über den Ladentisch geht. Mittwoch, den 4.2.1970. Lieber Papi, ich halte es viel eher für Erpressung, freilich sublim, wenn die Verhältnisse mich dazu zwingen sollten, meinen Nacken zu beugen und mich mit Leuten zu liieren, um von ihrem Gutdünken, was meine Arbeit anbetrifft, abhängig zu sein. Leuten, die ich nicht mal als Tischnachbar in der Kneipe an der Ecke gutieren würde. Aber das alles kennst du ja, hast du zur Genüge mitgemacht. Und deine Haltung, auch wenn sie, ja gerade weil sie dir einen Dreck einbringt, respektiere ich. Im Übrigen brauche ich so wenig zum Leben, dass es immer Möglichkeiten geben wird, mich über Wasser zu halten, auch wenn ich sobald niemand finde, der das, was ich schreibe, drucken will. Ein paar Leute, auf deren Meinung ich mehr gebe als auf die irgendwelcher gemachter Literaten, erkennen in dem, was ich schreibe, sich oder ihre Welt oder ihre Halbwelt oder was immer wieder, ermutigen mich, so weiterzumachen. Das genügt mir. Ich weiß, irgendwann werde ich gedruckt und gelesen. Er hat, als wir uns kennenlernten, das war immerhin so die Zeit, wo das Hippietum gerade so auf der höchsten Blüte stand in Deutschland. Und es war erstaunlich, wie wenig ihn das beeindruckt hat. Also er hat, und er ist jünger als ich gewesen, und ich war damals, also ich hatte noch lange Haare und kleidungsmäßig,
Und er trat sehr korrekt auf eigentlich, dass er, wie gesagt, das erste Mal Anzug, zwar ohne Krawatte, und hat diesen ganzen Betrieb beobachtet, aber hat sich da nie vereinnehmen lassen oder so etwas und unbestechlich seine Sache gemacht. Und ich denke schon, dass er auch Leser wollte, aber nicht um jeden Preis. Er wollte, dass seine Arbeit schon auch gelesen wird und Anerkennung findet. Es ist ja nicht einzusehen, warum Cora Stephan Essays im Spiegel schreibt, die doch gelegentlich von beklagenswerter Qualität waren und die brillanten Etüden von Jörg Fauser in Tipp oder in Lüe erscheinen mussten. Dass er darin eine Ungerechtigkeit gesehen hat, wie ich sie übrigens auch gesehen habe und noch heute sehe, ist nicht weiter verwunderlich.